die Kraftlinien, das Kraftdreieck beim Bogenschießen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Heute geht es eben weiter mit unserer Grundtechnik Bogenschießen. In den letzten Videos habt ihr euch einmal vorbereitet, habt ihr euch einen Griff in den Bogen etc. alles eingerichtet, seid einmal auf Spannung gegangen, Zug, Druck, habt euer Hunter zum Ankerpunkt gebracht und jetzt schauen wir uns ja diese Kraftverhältnisse, diese Kraftlinien an, in die ihr da beim Bogenschießen kommen solltet. Ihr habt vielleicht einmal schon gehört, das viel zitierte Kraftdreieck beim Bogenschießen. Das ist eine vereinfachte Darstellung von diesen Kraftlinien von oben, wie das aussehen soll. Warum vereinfacht, zeige ich euch gleich. So, ihr seht jetzt da eben dieses Kraftdreieck eingeblendet. Und der Gedanke ist eben, wenn die Gelenke, ihr seht da zum Beispiel jetzt eben Handgelenke, Ellbogen, Schultergelenke, wenn das alles auf einer Linie liegen würde, und ihr seht es auch da auf dieser Skizze schon, dass das eben nicht auf einer Linie liegt, dann würde man natürlich relativ bequem im Auszug stehen, weil wir da sehr stabil sind. Ihr seht es aber auch da schon, das ergibt eben keine genaue Linie, sondern die Gelenke sind alle ein bisschen unterschiedlich auf dieser Linie platziert. Und dann habt ihr eben da diese Linie vom Druckpunkt vom Bogen und im Zug Unterarm bzw. im Ellbogen. Das Ganze ist eben da verbunden mit dieser Linie zwischen Zug Schulter und Zug Ellbogen. Da ist es dann auch so, wir haben jetzt gleich gesehen, dass das nicht unbedingt auf einer Linie liegt oder liegen muss. Prinzipiell ist es so, je flacher dieses Dreieck wird, das heißt, je kleiner der Abstand wird zwischen Spitze und eben dieser Linie, desto mehr Auszug bekommen wir beim Bogenschießen und desto eher hält uns da die Skelettmuskulatur selber quasi stabil. Also ihr wisst das selber, wenn es jetzt quasi so nach innen klappen würde jetzt beim Bogenschießen und dieser Abstand eben zwischen dieser Spitze und dieser Linie größer werden würde, hättet ihr eben das Problem, dass das relativ schwer zum Ziehen ist, dass ihr auf keine gescheite Auszugslänge kommt, dass da kein guter Schuss mehr rauskommt. Ja. Also ihr seht jetzt dieses Kraftdreieck, das ist einfach so eine gute Orientierung, gut zu merken, wie das halt so ganz grob einmal ausschaut. Schauen wir uns das Ganze jetzt im Detail an. Gut, ihr seht, ich habe mich da einmal von oben fotografieren lassen, damit man das einmal in Real sieht. Das wäre jetzt eben dieses Dreieck, wie man es immer wieder sieht, irgendwo. Und ihr seht es auch da schon, also die Gelenke liegen überhaupt nicht unbedingt auf einer Linie miteinander. Der verlängert gedachte Pfeil liegt eben auch außerhalb dieser Linie. Schauen wir es einfach Schritt für Schritt noch einmal an. Ihr habt da einen Druckpunkt vom Bogen, der geht da nach hinten irgendwo zum Ellbogen durch. Diese Linie geht eben weiter da zum Schultergelenk. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine ganz gerade Linie, aber prinzipiell ist es immer ein bisschen schwierig mit den Gelenken, weil wo ist bei einem Gelenk genau die Mitte? Und wenn man jetzt eben den Ellbogen austritt nach oben, so wie ich das euch im letzten Video gezeigt habe, bei der Armhaltung vom Bogen, ergibt es ja da einfach durch die Knochen etc. so ein ganz kleiner Knick, mehr oder weniger. Das wäre einmal diese Linie. Dann haben wir eben da diese Schulterlinie zwischen den beiden Schultern. Dann haben wir da die Linie vom Oberarm, also vom Schultergelenk zum Zugellbogen. Und da haben wir jetzt weiter die Linie eben vom Zugellbogen zum Handgelenk, beziehungsweise da vorne, wo eben die Finger im Pfeil halten. Und wenn wir jetzt dann da einblenden, im Pfeil verlängert gedacht, ich mag es noch ein bisschen länger, dann seht ihr eben, dass mein Ellbogen von oben gesehen nicht auf dieser Linie liegt. Also es ist nicht da, wie es da zeichnet wäre, dass jetzt dann der verlängert gedachte Pfeil bzw. der Druckpunkt vom Bogen genau gleich mit Ellbogen oder Unterarm Mitte ist, sondern es ist in meinem Fall eben so, dass ich da ein bisschen außerhalb noch liege. Ob ihr da genau in diese Linie kommt mit dem Ellbogen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das ist einerseits einfach natürlich die Beweglichkeit, wenn die da ein bisschen eingeschränkt ist, aus welchen Gründen auch immer. Kann schon mal sein, dass ich mit dem Ellbogen eben nicht auf diese Pfeillinie komme.
Es ist auch abhängig vom Verhältnis Oberarmlänge zu Unterarmlänge. Also wenn Sie zum Beispiel einen im Verhältnis langen Oberarm habt und einen kürzeren Unterarm habt, wird sich das einfach nicht ausgehen. Weil wenn Sie da jetzt dann mit dem Ellbogen in die Pfeillinie geht, kommt die Zughand einfach nicht mehr zum Ankerpunkt. Das ist dann einfach zu kurz. Je nachdem auch, wie lang die Hand ist, wie lang die Finger sind, kann es einfach sein, dass ich nicht auf diese Linie kommen kann. Wie gesagt, also nicht unbedingt auf Druck versuchen, jetzt immer auf diese Linie zu kommen. Es geht sich bei mir zum Beispiel aus, wenn ich so extrem überstrecke, dass ich den Ellbogen in die Pfeillinie bringe aber dann keinen guten Schuss mehr raus. Worauf sie eben prinzipiell achtet, ihr habt es auch schon gehört beim Bogenspannen, eben Zug und Druck, ist eben, dass die Zugschulter drückt eben Richtung Ziel und die Zugschulter bewegt sich so quasi um die Wirbelsäule. Wenn sich diese Bewegung verlängert, denkt, es ist eben diese Bewegung, was der Ellbogen da macht, der rotiert da eben in Richtung vom Rücken, macht eben diese Bewegung nach außen. Worum es beim Bogenschießen letztlich immer geht, ist eben diese Linie zwischen Druckpunkt vom Bogen und eben da, wo ihr den Pfeil in die Finger aufliegen habt. Also das ist diese Linie, in der was der Pfeil nachher rausgeht. Und aus diesem Grund ist es eben wichtig, dass ihr eben immer gleich in diese Zug-Druck-Verhältnisse kommt, weil dann habt ihr einerseits immer die gleiche Auszugslänge und ihr müsst diese Zug-Druck-Verhältnisse so herstellen, dass beim Lösen diese Linie eben erhalten bleibt. Also wenn sie zum Beispiel wesentlich stärker auf Zug seid als auf Druck und zum Beispiel probiert es da nicht stabil zu halten, kann es eben sein, dass ihr euch dann beim Lösen im Bogen, in diesem Fall zum Beispiel, nach rechts ein bisschen zieht. Wenn ihr mit Gewalt probiert, da zum Überspannen, zum Überdrücken und eher weniger zieht, kann es wieder umgekehrt sein, dass ihr euch im Bogen nach links irgendwie rausreißt. Diese ganzen Geschichten. Oben, unten kann natürlich auch immer ein Punkt sein. Das heißt, prinzipiell, worauf sie achtet, ist, dass sie immer gleichmäßige Zug-Druck-Verhältnisse herstellt, immer gleiche Zug-Druck-Verhältnisse herstellt und dass dieses eben vereinfachte Dreieck, ihr seht es in Wirklichkeit, das ist ein Vieleck, eben so stattfindet, dass ihr schön lösen könnt im Anschluss. Wie sie das bewerkstelligt, dass sie da immer gleich in diese Kraftlinien kommt, kommen wir nachher dann noch einmal kurz dazu. Vorher schauen wir uns eben das Ganze von der Seite an und diese Linie vom Pfeil zum Ellbogen an. So, ich habe euch da jetzt eben eingeblendet die Verlängerung vom Pfeil und ihr seht diese Verlängerung, wenn ich es mir weiter denke, endet eben da bei Unterkante Ellbogen. Das ist also der Richtwert eben beim mediterranen Griff. Ihr seht, ich greife in diesem Fall mediterran. Verlängert gedachter Pfeil sollte da irgendwo Unterkante Ellbogen aufhören, eben bei diesem Standard-Seitenanker. Das Ganze kann sich, je nachdem wie sie ankert, natürlich noch ein bisschen verändert. Prinzipiell, je weiter nach unten der Anker kommt, desto höher geht der Ellbogen oft. Man sagt so, bis zu einer Armstärke Abweichung ist da durchaus tolerierbar. Prinzipiell nach oben macht weniger als wie nach unten. Also ihr wisst, diesen Kindergriff zum Beispiel, was Kinder machen, wenn sie eben den Ellbogen nach unten zieht, kriegt sie keine gescheite Kraft zusammen, könnt ihr nachher nicht lösen. Wenn der Ellbogen ungefähr an einer Linie mit dem Pfeil ist, bringt sie diese Bewegung schön hin. Wenn er ein bisschen höher ist, geht das auch noch relativ gut, aber je weiter runter ihr kommt, desto schwieriger wird es. Aber auch natürlich nicht extrem in die Höhe gezogen, beziehungsweise es ist ein Unterschied, ob ich jetzt den Ellbogen in der Höhe habe, weil ich die Schulter in die Höhe ziehe, oder ob einfach der Ellbogen aufgrund vom Ankerpunkt ein bisschen in die Höhe geht und die Schulter tief ist. Wie gesagt, Richtwert einfach beim mediterranen Griff Unterkante Ellbogen. Das Ganze ändert sich natürlich auch mit der Grifftechnik. Ihr seht es in diesem Fall, ich greife 3 unter, habe eben wieder diese Verlängerung und bin eben da schon bei Oberkante Ellbogen. Wenn ich jetzt dann den String wacke und da irgendwo meinen Griff weiter abgreife, ist es natürlich so, dass der Ellbogen immer weiter nach unten geht, beziehungsweise der Pfeil immer weiter oben ist. Das heißt, da komme ich dann von dieser Linie immer weiter weg.
Aber so sollte das Ganze eben so ungefähr von der Seite aussehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dass wir da wirklich immer schön in diese Kraftlinien kommen, dass wir immer gleich in diese Kraftlinien kommen. Wie lernen wir da, was für uns ideal ist? Prinzipiell, wir müssen uns das einmal verdeutlichen, wenn wir da im Auszug stehen, es ist relativ große bzw. sehr komplexe Belastung, die was da immer auf unsere Gelenke, auf unsere Muskulatur, auf unsere Sehnen lastet. Also das ist keine einfache Stellung. Also ihr müsst euch das vergegenwärtigen, ihr habt da eben den Druckpunkt im Bogen, ihr habt da das Handgelenk, das ihr spürt, ihr habt das Ellbogengelenk, ihr habt die Schultergelenke, ihr habt da wieder Ellbogen, Handgelenk und eben die Zughand. Und prinzipiell ist es so, Bogenschießen ist eben in erster Linie ein Fühlsport. Und je besser, dass ihr da eure Gelenke, eure Muskeln, euch selbst, diese ganzen Spannungsverhältnisse spürt beim Bogenschießen, desto schneller wird es euch gelingen, das wirklich reproduzierbar herzustellen. Das heißt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr anfängt sowieso, auch wenn ihr schon länger schießt, probiert das Ganze einmal wirklich mit einem ganz niederen Zuggewicht oder probiert es auch mit diesen Gummibändern, mit diesen Terrabändern, diese Bewegung zu machen. Es ist einfach so, je weniger Zuggewicht, das ihr auf die Finger habt, desto besser und desto differenzierter könnt ihr da eure ganze Muskulatur und alles spüren. Ja, wenn die Belastung höher wird, dann wird der Schmerz unter Anführungszeichen immer größer und es ist immer undifferenzierter wahrzunehmen, was sich da eigentlich bewegt und belastet und welche Stellungen das genau hat bei euch. Ja, wenn ihr es einmal wirklich nehmt, euch einen 10-Pfund-Bogen, 12-Pfund irgendeinen Kinderbogen oder eben ein Gummiband, stellt euch wirklich in Auszug, probiert diese Bewegung, probiert einzeln da alles zum Bewegen, Handgelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenke, Muskelgruppen einzeln anspannen, wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich das anfühlt bei euch. Das ist einfach dieses Hauptding, damit ihr da mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie diese Spannungsverhältnisse, wie diese Kraftlinien sind und damit ihr das nachher eben immer reproduzierbar hinbekommt. Und was ihr natürlich zusätzlich dann immer machen könnt, ist, dass ihr euch eben idealerweise so in diesem Fall von oben und halt von der Seite, dass ihr diese Pfeillinie seht, immer wieder filmt, fotografiert, beziehungsweise von anderen Personen filmen und fotografieren lasst. Dass man das von oben nimmt, muss man sich halt auf ein Bankerl oder irgendwas draufstellen. Dann seht ihr einmal, wie das bei euch ausschaut und auf Basis dieser Informationen könnt ihr dann probieren, was passiert, wenn ich den Ellbogen ein bisschen weiter nach hinten nehme oder vielleicht ein bisschen weiter nach vorne lasse, was passiert, wenn ich ein bisschen mehr drücke, wenn ich dieses Dreieck ein bisschen flacher mache, ein bisschen größer mache, wenn ich den Kopf zum Beispiel jetzt nicht so weit neige, sondern nur so weit neige, diese ganzen Geschichten. Das heißt, es gibt keine so eine Ad-Hoc-Schablone, wie ich jetzt dann unbedingt super perfekt in meine Kraftlinien komme, weil eben jeder anatomisch ein bisschen unterschiedlich ist, ein bisschen andere Vorlieben hat, ein bisschen andere Vorgeschichte hat, körperlich diese ganzen Geschichten. Das heißt, beim Bogenschießen ist es wichtig, dass ihr wirklich lernt zum Spüren, was macht ihr dort und das dann reproduzierbar hinzubringen. Und das halt wirklich immer mit niedrigen Zuggewichten probieren, schauen, dass ihr da ein Gefühl entwickelt und dann könnt ihr eh wieder auf euer Zuggewicht raufgehen, was ihr schießt, das mit diesem Zuggewicht üben. Ja. Im Endeffekt mit diesem Zuggewicht, was ihr schießt, solltet ihr euch trotzdem immer noch gut spüren. Das ist die Voraussetzung fürs schöne Bogenschießen. Gut, so viel zum Thema, also Kraft Dreieck unter Anführungszeichen bzw. Kraftlinien. Wie gesagt, schaut es euch für euch an, teilt euch Filmen, macht Fotos, probiert, entwickelt da ein Gefühl für diese Linien und dann werdet ihr mit der Zeit sehr gut merken, wie sich das bei euch allen anfühlen muss, dass der Pfeil nachher schön rausgeht. Gut, im nächsten Video mit der Grundtechnik Bogenschießen geht es dann weiter mit der Zielphase, in die wir kommen. Und nach der Zielphase kommt eben dann Spannungserhöhung und Lösen aus der Spannungserhöhung. Ja, und dann kommen noch ein paar Sachen und dann sind wir mit dem Schuss einmal durch. In diesem Sinne wünsche ich euch alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald.